Hallo und herzlich willkommen, Freunde, bei unserem nächsten Klassen-Preview aus Legion. Und zwar schauen wir uns jetzt gemeinsam gleich mal den Schurken an. Und vorweg, ihr habt gesehen, wir sind hier in Delaware neben den Springbrunnen rechts. Dort legen wir unsere Insignie auf den Tisch und dann öffnet sich der Geheimgang und so kommt ihr in die Schurkenhalle oder beziehungsweise in die Ordenhalle des Schurken. So muss ich es genau sagen. Also ist ein bisschen tricky, muss man wissen, aber ihr müsst die Ordenshalle ohnehin freiquesten. Da wird es euch verraten. Und wenn ihr dann eben später hin wollt, manche Klassen haben den Teleporter, andere Klassen können einfach per Flugpunkt ihre Hordenshalle erreichen und für den Schurken eben, dieser muss sich hier reinschleichen bzw. sein Abzeichen zeigen. Was erwartet euch hier jetzt bei dem Video? Die ein oder anderen, wenn ihr schon die Previews gesehen habt, wir schauen uns hier mal die einzelnen Spezialisierungen vom Schurken im Detail an. Hier gleich ein wichtiger Hinweis, es gibt eine neue Spezialisierung, Kampf. In diesem Sinne gibt es nicht mehr, heißt jetzt Gesetzlosigkeit, wird überarbeitet, neue Talente und so weiter. Und natürlich schauen wir uns auch die diversen Artefaktwaffen auf dem Maximallevel 110 und voll ausgeskillt an für den Schurken, denn die Artefaktwaffen sind so wie bei jeder Klasse natürlich ein elementarer Bestandteil und wir können natürlich von keiner Klasse verzichtet werden. Da werfen wir mal einen genauen Blick drauf, was denn die einzelnen Artefaktwaffen so machen, ob sie passiv oder aktiv sind. Und im Vergleich dann zu anderen, ob diese eben sehr stark oder eher im Mittelfeld angesiedelt sind. Des Weiteren gibt es hier so eine zentrale Karte, wo ihr dann in alle neuen Gebiete kommt. Dort gibt es auch diverse Quests, die starten immer von dort, auch Daily Quests. Somit ist das Ganze relativ gut in der Ordenshalle auch zentralisiert und es ist überhaupt kein Problem, hier in die neuen Gebiete vorzustoßen. Rechts davon neben der Karte, ihr seht schon, hier gibt es die Trainingsdummy, da werden wir auch gleich mal unsere Damage-Rotation versuchen, aber vorher steht hier links noch der Rüstmeister, der hat auch gleich ein Item für uns und was gibt er, was hat er für euch? Es gibt von den Ordenshallen eigene Sets, also ihr könnt praktisch über Ruf, Ressourcen und diversen anderen Methoden ist es möglich, hier an diese sogenannten Ordenshallen Sets zu kommen. Die sind gar nicht so schlecht, können auch zusätzlich, wie ihr es im Hintergrund seht, noch aufgewertet werden, sprich es gibt die Möglichkeit hier so Aufwertungskits zu kaufen und damit die Items weiter verstärken und zwar so lange, bis ihr dann an die Schurken T19 Sets kommen, die ja in der zweiten Raid Instanz droppen. Hier mal einen kurzen Blick darauf geworfen. Fäule Tier 19 Sets und so weiter findet ihr natürlich wie auch schon bei den anderen Klassen einfach unterhalb des Videos verlinkt. Also am Ende klickt auf jeden Fall mal drauf. Dann seht ihr auch, welche Set-Boni euch für den Schurken erwarten. Pro Spezialisierungen natürlich schon aufgelistet und noch etwas, was komplett Neues. Mit Legion gibt es legendäre Items, die können einfach gefarmt werden. Das sind so Random World Drops. Und hier der wichtige Hinweis, ihr könnt immer nur eines dieser Items gleichzeitig tragen. Erst wenn ihr eure Ordenshalle weitergelevelt habt, ihr könnt die Ordenshallen nämlich leveln, erst wenn diese dann weitergelevelt wurden, gibt es die Möglichkeit, zwei dieser Items anzunehmen. Und es wird sich dann die Frage stellen, ob sich's auszahlt, für diese Items die Tier 19 Sets zu zerreißen oder ob man einfach, was ich eher glaube, man nimmt nur die Items, die kein T19 Slot belegen und man hat somit die T19 Boni sowie auch die Boni der legendären Items. So, jetzt beginnen wir gleich mit der ersten Spezialisierung, der Täuschungsspezialisierung und hier genauer gesagt mit der Artefaktwaffe. Handelt sich hierbei natürlich um eine aktive Artefaktwaffe, muss somit vom Spellbook auch aktiv rausgezogen werden, damit wir diese während des Kampfes einsetzen können. Und wie das aussieht oder wie sowas aussehen kann, zeigen wir euch jetzt auch gleich. Wir gehen mal an die Attrappe, machen jetzt einen Hit, dass wir greifen nicht aus den Stealths an, sondern wir wollten ja hier mal im Speziellen die Artefaktwaffe zeigen. Wie ihr seht, es wird geprockt, sie macht Damage, hält noch kurz nach und danach können wir direkt weiter unsere anderen Angriffe spammen. Das machen wir auch hier ein bisschen von der Rotation her selbst und so weiter. Schauen wir uns das Ganze dann im Klassenguide nochmal spezifisch an, auch welche Talente ihr von welchen Tiersets ihr jetzt mitnehmen sollt. Noch als kleine Anmerkung, es gibt ja keine 110er Talente. Die 110er Talente werden durch die Artefaktwaffe, kann man sagen, ersetzt. Bedeutet also, die Artefaktwaffen müssen von euch ohnehin gelevelt werden und die restlichen Talente, die müsst ihr dann halt richtig wählen und könnt hier ein bisschen euren Kampfstil den Talenten anpassen.
Overall gesehen hat sich hier nicht so viel getan. Also wir haben hier auch die Möglichkeit, hier auf Range anzugreifen, wie ihr seht. Und ansonsten, wir warten noch kurz, bis unser Verschwinden wieder ready ist. Dann zeigen wir euch gleich mal, wie das Ganze mit einem Angriff aus dem Stealth aussieht. Denn so sollte natürlich der Opener sein, damit wir auch hier die richtigen Fähigkeiten einsetzen können. Wir gehen rüber, eröffnen den Kampf und dann bauen wir Combo-Punkte auf und nutzen natürlich unsere Finishing Moves, um die Combo-Punkte wieder abzubauen. Und zwischenrein nehmen wir natürlich unsere Artefaktwaffe, um unseren Damage weiterhin auszubauen und weiterhin zu optimieren. So, und jetzt heißt es aber mal aufgepasst für alle, die mittlere Spezialisierung, was früher Kampfschurke war, ist jetzt die Gesetzlosigkeit. Klingt komisch, ist aber so. Und wie ihr seht, wir haben hier sogar eine Flinte, also so einen kleinen Revolver, mit dem wir schießen können. Klingt sehr komisch auch mit dem Scharfschützengewehr, was wir hier haben, aber ich zeige es euch mal. Wir nutzen hier unseren Revolver, der baut uns auch automatisch Kombo-Punkte auf und anschließend haben wir dann die Möglichkeit, praktisch mit unserer Fernkampfschusswaffe hier nochmal einen mächtigen Schuss abzugeben, welcher unsere Kombo-Punkte aufzehrt und sehr, sehr viel Schaden macht. Ihr glaubt, das war schon das Komischste. Jetzt zeige ich euch das Beste von diesem Aspekt. Das sind diese Schicksalswürfel, welche zufällig irgendwelche mächtigen Abilities von euch aktivieren. Ich zeige es euch gleich mal. Wenn ihr hier ein paar Kombo-Punkte habt, könnt ihr die werfen. Und je nachdem, was hier überwiegt bei diesen Schicksalswürfeln, diese Fähigkeit wird hier jetzt dann anschließend aktiviert. Ich werde sie gleich nochmal werfen, dann sehen wir hier, wir überrollen sie und jetzt haben wir hier gleich wieder eine andere Fähigkeit. Also alleine für dieses Talent, alleine für diesen Skill ist es meiner Meinung nach schon wert, den Schurken zu spielen und dieses Back zu spielen, weil es ist einfach unglaublich funny mit diesem Würfel. Gehen wir aber nochmal zuerst auf die Artefaktwaffe, bevor wir nochmal auf die Würfel kommen. Die Artefaktwaffe, wie auch die üblichen, ist natürlich aktiv, muss somit von euch aktiv reingezogen werden, also aus dem Spellbook, muss während der Rotation angeklickt werden, beziehungsweise um diese auch auszuführen, muss sie eben genutzt werden und hier werden diverse Finishing Moves praktisch parallel ausgeführt. Was das Ganze jetzt genau bedeutet, ist im Endeffekt einfach so, ich zeige es euch gleich mal, ich ziehe hier mal die Artefaktwaffe rein, aktiviere alles, wirf alles und dann seht ihr, dass man diverse Skills werden einfach von der Artefaktwaffe bzw. verursachen keinen Cooldown und können einfach öfter hintereinander eingesetzt werden. Wir haben hier mal alles aktiviert, die Würfel sind gerollt, sind gefallen, wie man so schön sagt und hier können wir dann richtig unseren Damage Opener starten. Dann haben wir hier noch ein paar Talente, die werden euch vielleicht von der alten Kampfskillung noch bekannt vorkommen, wurden vielleicht renamed. Der Effekt ist schon noch mehr oder weniger der gleiche, aber worum es hier mal primär ganz cool geht, ist einfach eben diese Schicksalswürfel und natürlich auch zum Beispiel dieser Tod von oben, wo man so herabstürzen und Damage machen kann und dann natürlich die Möglichkeit mit der Schusswaffe hier Damage zu verursachen, vor allem jetzt als Schurke, als Nahkämpfer, als Melee-Klasse. Er hat das schon einen enorm großen Vorteil, man kann dieses Pack zum Beispiel zu nehmen, wenn man bei Instanz oder Raid-Bossen nicht dauerhaft am Ziel stehen kann, hat man auch die Möglichkeit noch von Range etwas Schaden zu machen und danach, wenn die AOE-Effekte oder sonstiges wieder weg sind, kann man sich ganz einfach wieder an den Boss oder an den Gegner stellen und dort natürlich seine Rotation weitermachen. Also generell gefällt mir dieses Pack momentan am besten von Schurken. Mal gespannt, ob sich da noch das ein oder andere ändert. Aber glaubt mir, wenn ihr einmal anfängt, die Würfel rollen zu lassen, dann könnt ihr damit einfach nicht mehr aufhören. So, und jetzt kommen wir dann zum letzten Zweck, zum Meuchelschurken. Auch hier starten wir wieder mit der Artefaktwaffe, den Königsmörder. Hier handelt es sich auch wieder um eine aktive Artefaktwaffe, bedeutet also beim Schurken sind alle drei Waffen aktiv. Die diversen Sachen müssen natürlich wieder frei gespielt, frei gequestet. Naja, gequestet ist vielleicht übertrieben, sagen wir mal, ihr müsst natürlich Artefaktpower sammeln und damit die Artefaktwaffen, die Talente und so weiter freischalten. Beim Königsmörder selbst handelt es sich hierbei um eine Artefaktwaffe, welche direkt Schaden macht. Ich zeige es euch gleich mal. Wir gehen rüber, aktivieren unsere Artefaktwaffe und es wird einfach eine Art Dot auf den Gegner gelegt. Also bedeutet, der tickt einfach runter. 45 Cooldown ist eine sehr, sehr gute Zahl, um den auch hier mehrfach im Kampf einsetzen zu können und es dient einfach als zusätzlicher Schadenspunkt.
Bonus, muss man einfach wirklich so sagen. Den hier als zusätzlicher Schadensbonus. Wenn wir hier jetzt noch unsere diversen anderen Talente spammen, sehen wir schon, belegen wir unsere Ziel, unsere Feinde mit einer relativ großen Dotline von Giften und anderen Effekten. Und damit stackt sich natürlich unser Schaden hoch und sie erleiden auch laufend Schaden. Welche Spezialisierung jetzt die mit dem meisten Damage sein wird, da müssen wir noch diverse Simcraft-Zahlen abwarten. Da bin ich schon mal gespannt. Also ich persönlich drücke ja die Daumen für die Schicksalswürfel, also für die Gesetzlosigkeits-Spec, den ich euch gerade vorhin gezeigt habe. Unbezahlbar mit dieser Würfel. Versucht es einfach mal, glaubt mir, es wird euch gefallen. Aber ansonsten werden wir das Ganze uns natürlich im Detail nochmal in den Klassenguides ansehen. Hier nochmal der wichtige Hinweis. Unterhalb des Videos gibt es einen Link. Klickt da mal drauf. Da findet ihr noch ein paar sehr, sehr wichtige Sachen. Und jetzt bedanke ich mich noch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in den Schurken mit Legion. Fragen ab damit in den Kommentaren. Und wie immer, als letzte Aufgabe für euch, wer es noch nicht getan hat, vergesst mir nicht, den Channel zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt oder irgendwelche anderen neuen Sachen. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.